Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Und jetzt wollen wir von WASD nehmen und auch die Fighters nehmen. Wollen wir doch mal gucken, was passiert, wenn wir uns dem Heiligtum nähern. Ich hatte das vorhin beim Grinden einmal gemacht und habe dann die Furcht gesehen und gesagt, nee, ich renne nicht zu dem Heiligtum, weil da gibt es ja dieses Tabu. Alle sagen immer, ich soll das Tabu respektieren. Und am Ende ist die Lösung, dass wir das Tabu ignorieren müssen. Ja, das wäre schon scheiße. Aber ich mache jetzt also noch einmal eine Grinding-Session und versuche dabei auch die Furcht vor dem Heiligtum zu killen. Mal gucken, ob das irgendwas triggert. Vielleicht auch, wenn ich in das Heiligtum reingehen will, kommt vielleicht auch einfach eine Meldung, die mir sagt, nee, da, tu das nicht. Es gibt schließlich dieses Tabu und das wollen wir nicht brechen, bla bla bla. Ich bin immer neugierig, ob das Spiel mich das Tabu brechen lässt, ehrlich gesagt. Und jetzt wissen wir es, wir können das Tabu nicht brechen. Das ist schon mal gut. Wir haben den ganzen Furcht davor schon mal besiegt. Und das war auch kein sehr großes Problem, das zu tun tatsächlich. Also ich habe nicht einmal rasten müssen dazwischen. Weil ich sie, meine Taktik ist einfach, sie mit der Dornenschlinge einzufangen. Und dann... Und außerdem habe ich alle Charaktere schön mit einem Schutzzauber belegt. So, der Grund, warum ich übrigens ursprünglich hier rumgelaufen bin, ist, weil es hier diesen Busch gibt und ich dahin wollte. Jetzt wird es natürlich gerade dunkel und ich kann mal rasten. Ich würde gerne eher warten, weil es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Na nee, gut, hier steht 100 Stunden. Wenn ich jetzt raste, dann ist der Schutzzauber weg. So. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe nach Sri Lamina, weil da kann ich in der Stadt dann warten. Und dann warte ich einfach, bis es wieder hell wird. Also, wir sehen uns in Sri Lamina wieder.
So, und wir sind wieder in Skillamina angekommen. Es ist Tag. Ich gehe erstmal wieder verkaufen, wie immer. Übersichtskarte. So. Da ist natürlich nicht viel, was wir verkaufen können. Schließlich haben wir die Händlerslots jetzt ausgereizt. Aber das ist nicht schlimm. Immer noch 4 Fleisch. So. Was? Wie kann ich verkaufen? 4 Fleisch. Jawohl. Mich irgendwie verdrückt. Ich habe gar nicht das. Weil jetzt irgendwie so vollautomatisch, wie ich das gemacht habe. Die sollten eher hier hin. Genau, das sieht natürlich schon ganz gut aus. Dann wollen wir mal speichern. Dann können wir im Hauptmenü speichern. Das sieht mal hier so gut aus. Jawohl. So. Dann gucken wir nochmal, was der Wirt zu sagen hat. Da hatte ich eben ein Pieksen am Bauch. Ich immer noch. Fühlte sich eben kurz an meinem Finger, sondern als wenn da irgendein Tierchen sitzt, was piekst. Da habe ich eben geguckt. Das wäre blöd. So. Die Ration, die wir kaufen. Gut, wenn ich erste, die interessiert mich nicht, dann ist das tatsächlich. Heiligtum. So. Genau, das ist ein Tabu. Blablabla, das Tabu. Das ewige Bewusstsein der Toten. Und was ist mit den Toten? Das ist dasselbe. Am Ende sind das diese Viecher. Dieses ewige Bewusstsein der Toten. So, oder das wurde schon gestört und deswegen. Sagen wir mal hier. Der Freund uns noch was zu sagen hat. Bin nicht sicher, ob ich irgendwie helfen kann. Stadt. Gibt es da noch irgendwas über zum Beispiel Kronos? Das ist einfach nur über den Rat. Da kann er nicht viel sagen. Das heißt im Endeffekt, der hat nichts gespeichert. Was ist mit Beloveno? Die Haftstadt auf Maini. Ich krieg das Maini Tabu. Nein. Gefahr. Ist auch nichts. Okay. Ich will wieder mit WSD laufen. Ich habe die Tastatur rübergeschoben, dass ich besser tippen kann. Und jetzt will ich natürlich wieder mit WSD laufen. Ja, doof. Doof. Das ist Neues. Dann schauen wir mal. Jetzt bei unserem Freund Kompost vorbei. Das Schöne ist, dass sie die Monster immer wieder respawnen. Ich kann mich hier nur bei der anderen Insel am Anfang. War es so, dass das ziemlich lang gedauert hat, bis die gespawnt sind. Das heißt, wir haben ja ziemlich lang, wir sind dann Kreis gelaufen und dann waren da nicht viele Monster da. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, dass wir hier. Ja, der hat jetzt einiges an Schaden genommen. Ah ja, tatsächlich ist heute noch die Zaubersprüche weg. Es hieß 100 Stunden. Okay, wir stehen jetzt tatsächlich in Gefahr, denn die Viecher sind stark und wir haben nicht mehr unser Schutzschild. Und dann auch nicht die Magie für das Schutzschild mehr. Das heißt, ich könnte natürlich Meltas hergeben. Das mache ich auch. Meltas, du trinkst den blauen Trank. Und, weil das war von mir dieser magische Schild ist ziemlich wichtig dafür, dass wir die Tierchen besiegen können. So, denn ohne machen die mächtig Schaden, wenn man sieht. Dieser magische Schild, der nimmt schon einiges von dem Schaden weg. So. Jetzt schützt du dich erstmal selber. So. Genau, weil Tom sollte aufgrund seines hohen Levels schon einiges an Dings haben. So, und jetzt gehst du her und schützt Tom. Und ja, ich weiß, ich hätte jetzt eigentlich, also eigentlich wollen wir Gegner besiegen, aber ich kann diesen Schild nur hier anwenden, magisches Schild auf Dre. Ich kann, eben genau, ich kann den magischen Schild nur im Kampf wirken. Deswegen stelle ich sicher, dass die jetzt haben,
Ist natürlich doof, weil ich jetzt dann nochmal raste, aber er verbraucht ja im Gegensatz zu Sira keine Samenkörner. Er verbraucht ja nur magische Energie und die lädt sich dann gleich beim Rasten wieder auf. Wie man auch merkt, einmal rasten, genauso wie ein blauer Trank, lädt die Magie nicht genug auf, dass ich 6 magische Schilde machen kann. Wenn die Magie voll aufgeladen wäre, könnte ich tatsächlich 6 Stück davon machen. Könnte also Rainer auch nochmal absichern. Das heißt, wenn ich Rainer absichern muss, zum Beispiel, weil ich gegen Furcht, diese Furchtdämonen kämpfe, die ja Furcht zaubern können, dann muss ich einen Trank nehmen. Ansonsten reicht auch einfach einmal rasten. Muss ich also merken, statt zu warten, wenn es dunkel wird, muss ich tatsächlich rasten. Ansonsten habe ich nicht die magischen Punkte, um da irgendwas zu machen. Okay, wir haben uns jetzt mal beim Heiligtum umgesehen. Ich werde mal Kontos dazu befragen, was der dazu zu sagen hat. Zu dem Heiligtum, zu dem Rat. Weil wir wissen, da gibt es irgendwie dies. Jetzt habe ich schon wieder die Namen von den Ratsmitgliedern vergessen. Das ist das Blöde. Ich weiß, einer hieß Heras. Das habe ich mir gemerkt, weil Hellas nur mit Doppel-R. Wir schreiben Hellas ja mit einem H. Wir benutzen ja nicht die griechischen Buchstaben, um griechische Worte zu schreiben. Und eventuell gucke ich dann eben nochmal ins Wiki, wie die anderen beiden hießen. Beziehungsweise ich habe tatsächlich auch ein Wiki hier offen. Eventuell steht auf der Seite, die ich habe. Ich muss dann immer nur so nach rechts schielen. Gucken, die Namen da stehen. Da stehen nämlich die Namen der wichtigen Leute, mit denen man immer wieder reden soll. Dass ich jetzt nicht hier ständig im Kreis renne und mit allen rede, habe ich mir tatsächlich das mal aufgeschrieben. Und das ist dann eben Arim, die Ratsmitglieder, Kontos und der Wirt. Das sind im Endeffekt die Leute. Ah, Peron, Heras habe ich hier und dann fehlt noch einer. Hier ist der Wirt. Ist schon komisch, dass keine Komplettlösung funktioniert. Aber wie gesagt, die eine sagte auch, man muss Geduld haben und das ist irgendwie Glück. Ja, schauen wir mal. So. Glück, Zeit, wie auch immer. Ich will nach Osten. Ich drehe mich nur erst in die falsche Richtung. So, hallo, Herr Freund. Kannst du mir über Heras was sagen? Wie schaut's aus mit unserem Freund? Ah, jetzt, interessanterweise, das heißt, darüber weiß ich nichts, aber es ist grau. Wie ist der andere mit P? Irgendwas? Perry? Das ist schrecklich. Ich bin Name Peron. Auch nicht. Und wer ist der dritte? Darius? Mal schnell mal eben durchgucken. Das ist hier tatsächlich auch eine komplette Lösung, die offen ist. Ach, Karia ist auch noch, genau, ist auch noch die leichte Dame, ist auch noch eine Person, mit der man reden soll. Darüber kann ich nicht viel sagen. Das ist das, ich weiß nicht. Sprich, Heras und Peron, die erscheinen hier. Das bedeutet, er kann mir was sagen, er tut es nur gerade nicht. Später in der Story wird er mir also zu den beiden was sagen können. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt will ich nur noch wissen, wie das dritte Ratsmitglied heißt. Wir haben Arim, das ist der, das ist der Typ in links. Dann haben wir Edir. Ich frage jetzt einfach mal über alle Leute aus. Und dann gehe ich noch über das Heiligtum und so weiter durch. Klar, das Tabu und so weiter. Aber ich will jetzt, der letzte fehlt mir noch. Der letzte Ratstypi, das war Peron, Heras und dann ist. Sorry. Da muss ich mal gähnen hier. Nee, dessen Name steht hier tatsächlich gar nicht. Bei der Liste der Leute, mit denen man reden soll, heißt tatsächlich nur die Ratsmitglieder. Von daher, dann nehmen wir mal das Heiligtum. Das ist ein Gewölbename, das nahe des Dorfes ist Rimalina. Okay, und das Tabu. Okay, das ist das. So, Ansprache. So, da ist tatsächlich auch nichts Besonderes.
Das ist alles das, was wir schon kennen. Was haben wir noch? Er hat ein mulmiges Gefühl. Der Wirt in der Kneipe, der Iskari, hat ein mulmiges Gefühl und kann Kontos nicht ausstehen. Ich will mal was ausprobieren. Ich gebe mal Dokument ein. Nee. Ich will tatsächlich. Ah, okay, es heißt Dokumentteil. Okay. Ja. Das ist auch nicht erschienen. Also, sprich, Heras und Peron sind Sachen, über die er reden könnte. Interessant. Nein, nicht WSD. Es ist wieder Pfeiltasten gestellt. So. Dann würde ich sagen. Hier sind jetzt keine Gegner mehr, machen wir es mal auf, zurück in die Stadt. Hey, Stadt. Das geht ja flott. Da müssen wir nur den Berg runter. Das ist ja nur hier so. Ja, alle werden müde. Ihr könnt in Bellovino könnt ihr schlafen. In der Herberge. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber dafür verschwendet ihr keine Rationen. Also, kann sogar sein, dass er dann voll heilt, weil wir in der Herberge schlafen. Kann sein. Ich hätte das so designt, das Spiel, dass man da besser heilt, wenn man schon Geld bezahlt. So, hier runter, hier links. Das war das, was ich im Dunkeln nicht gesehen habe. Ich bin dann links und wusste nicht mehr, wo ich weiter muss und habe dann hier irgendwo gehangen. Und tatsächlich muss ich einfach links runter und dann wieder rechts. So, das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, sogar schon der lange Weg, weil ich jetzt hier einmal rum muss. Ich hätte wahrscheinlich woanders runtergekommen bei den Schlingpflanzen. Und dann wäre ich direkt hier gekommen. Ja, genau, hier hätte ich runtergekommen. Naja, wurscht. Bastio. So. Und dann gehen wir einmal nach Beloveno. Dort mit den Leuten. Und da würde ich auch nochmal über das Heiligtum reden. Da kommen ja Viecher raus. Dass das niemanden irgendwie concerned, ist interessant. Und ich würde mir jetzt die Namen, ja, die Namen der Ratsmitglieder schnell aufschreiben. Weil ich die Leute über die auch ausfragen werde. Ich weiß, dass es eine Stelle gibt und es wird wahrscheinlich diese Stelle hier sein. Erstmal speichern, falls das Spiel abstürzt, wenn ich irgendwo reingehe. Mal wieder den Let's Play Speicher statt. Dass es ein. Was ist jetzt gerade? So, erstmal hier fragen sie aus. Dass es eine Stelle gibt, wo man tatsächlich einen Begriff eingeben muss. Und da, also ich wäre da ohne Komplettlösung damals nicht drauf gekommen. Und dann wird hier aber darauf angesprochen, dass es hier einen Dienst erweisen. So, dann gehen wir mal ein hier. Also zuerst eine Heiligtum. Das ist dasselbe. Was wisst ihr über Kontos? Sein Druide. Ich habe schlechtes und gutes gehört. Gehen wir mal ja. Es geht um Gard und Rico. Gard und Rico sind Mitglieder im Rat der Gerechten. Also Gard ein, Rico. Und die dienen für sich selbst. Und dann können wir natürlich gegen die zwei nichts machen. Sondern ist da noch ein dritter. Okay, also wir wissen Gard und Rico. Dann wissen wir, wir haben diesen Peron. Und den. Heras, bei dem Heras weiß ich jetzt nicht, ob das eine Idee ist. Was Peron ist, weiß ich nicht. Also muss ich jetzt tatsächlich mir ein bisschen Notizen machen, dass ich weiß, wer ist. Sie hatte da nichts weiter. Nein, der Ausgang ist hier links. So, ich hätte jetzt einfach da durchgehen können. So, dann gucken wir mal. Was sie hat, wenn ich auf Verkaufen drücke. Ja, wenn ich auf Verkaufen drücke, natürlich nicht viel. So rum war der Schuh. Ich will jetzt etwas Verlust machen, um einfach Slots freizuschalten. Brauche ich das noch? Brauche ich die Slots noch? Eigentlich nicht mehr. Ich habe jetzt eigentlich alles verkauft, was ich verkaufen wollte. Von daher würde ich das tatsächlich so lassen. Alle werden müde. Weil das ja Geld kostet am Ende. So, hier unten, das ist der Waffenschmied.
dem habe ich, glaube ich, nicht sehr Richtungsschmied, war das, wo ich immer meinen Müll verkauft habe. So. Der hat tatsächlich nur Waffen, aber der hat diesen Bogen und das wollte ich genau ausnutzen. Elters kann ich reden, das ist mir egal, aber ich kann das hier machen. Und ich kann. Das ist kein Lagerplatz mehr. Ach, das, weil es Doppelsternchenpfeile sind, okay. Das heißt, die kann ich nicht verkaufen, weil das ist ein voller Slot. Ein übervoller Slot, wenn man es so nennt. Okay, danke schön. Und dann werden wir noch reden. So. Und verkaufen die alle noch. Das alles Platz im Inventar. So. Und dann würde ich sagen, Tom direkt zu viel. Das würde ich nicht sagen, das ist einfach so. Gehen wir ein bisschen was an Andrea ab. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Rad, der ist nämlich immer offen. So, gucken wir nochmal, wer die Leute sind. Also wissen, Gard und Rico sind aus dem Rat der Gerechten. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wer die Leute sind. Also das ist Gard. Der ist auch ziemlich genervt. Der ist auch scheinbar nicht so für die Leute. Von daher traue ich dem jetzt erstmal nicht so. Kann gegen die natürlich erstmal nichts machen. Dann haben wir hier eine Theke, mit der kann ich nicht reden. Aber da ist Rico, also Gard und Rico, die beiden, ich sag mal, bösen Ratsmitglieder, oder scheinbar bösen Ratsmitglieder, sind außerhalb dieses Raums. Wollen wir hier die Tür wieder zumachen? Nee, kann ich nicht. Dann haben wir hier den Typen, der da, einmal den Typen rechts mit dem blauen Ding. Das ist Heras und er ist der Vorsitzende im Rat der Gerechten. Okay. Das sind Gerüchte. Schreckliche Wesen aus der Stätte kommen sollen, genau. Was wisst ihr über die Wesen? Das weiß er nicht. Das Heiligtum. Das ist derselbe Text, wie jeder sagt. Und die Fragen. Soll das nähere Umfeld erkunden, okay. Was weißt du über Gard? Peron, Gard und Rico sind Mitglieder. Das heißt, Peron sind die Ratsmitglieder und Heras ist der Vorsitzende. Vorsitz. Okay. Dann ist das hier unten. Kann ich da durch? Ja, da kann ich durch. Dann ist das hier bestimmt unser Freund. Das ist Peron, genau. Peron, Ratsmitglieder des Systems. Was weißt du über dich selbst? Okay, nichts. Okay. Das könnte jetzt ein Hinweis sein, dass ich über Gard und so weiter auf einmal soll. Okay. Der hat also keine Meinung zu Gard. Was hat er denn für eine Meinung zu Rico? Keine. Und was sagst du denn zu dem Heiligtum? Das kennt er nicht. Bin ich vertippt? Ich weiß nicht. Ich probiere es nochmal aus. Heiligtum. Ja, das ist es. Er hatte mich vertippt, der gleiche Text. Skelamina ist nichts Besonderes. Gerüchte. Darüber kann er nicht viel sagen. Wesen. Auch nicht. Das stimmt, hier haben wir versprochen. Was ist mit der Ansprache? Bei Ansprachen weiß er nichts, gut, das wäre komisch.
Okay, ich würde gerne noch mal Leute über die Gerüchte fragen. Weil Heras hat die angesprochen. So, ich habe auch gesehen, dass die Wesen da rauskommen. Ich weiß, dass die Gerüchte wahr sind. Das heißt, ich frage jetzt immer Gart und Rico zu den Gerüchten, weil die ja wahrscheinlich nicht damit viel zu tun haben. Was weißt du über Gart? Nichts Besonderes? Was weißt du über... Erstmal die Leute... Ja, steht auch noch der Vorsitzende des Heras, steht hier auch dabei. Wird wahrscheinlich das gleiche wieder kommen, ne? Der Ratsvorsitzende, okay. Was weißt du über Gerüchte? Nicht runterfallen, was auch immer du bist. Das ist der Deckel meiner Trinkflasche. Was weißt du über das Heiligtum? Das ist immer noch das gleiche, okay. So. Und er hier? Die sagen alle das gleiche. Ratssitzung. Interessant, er redet mit mir über eine Ratssitzung, kann aber nichts dazu sagen. So, Gart ist er selbst. Was weißt du über Rico? Aha, das ist ein viel schönerer Text. Das sind die beiden anderen Ratsmitglieder. Wenn ich jetzt Peron eingebe, wird dasselbe kommen. Genau. Das ist schöner. Das haben sie bei dem anderen nicht gemacht. Wenn ich jetzt Heras eingebe, kommt das ist unser. Genau, das ist der Ratsvorsitzende. Das ist viel hilfreicher. So, was weißt du über Gerüchte? Nichts. Was weißt du über das Heiligtum? Das gleiche, was jeder weiß wahrscheinlich. Ja. Genau. Alle werden müde. Ja, wir gehen jetzt auch erstmal schlafen. Das heißt, ich muss danach mit Meltas wieder die ganzen Magiesachen machen. So. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Timelapses dauern. Ich jetzt mache, deswegen Lebensmittel, Waffenschmied, Kneipe, Herberge. So. Deswegen werde ich jetzt einfach ein Stück länger aufnehmen. Kann es sein, dass die Folge ein Stück länger ist. Das sind 6 Goldstücke. Mhm. Es ist so. Im Zimmer regenerieren alle komplett. Das ist gut. Also merken, wir wollen immer in der Herberge schlafen, auch wenn es das Geld kostet. Weil wir dann Meltas Magie wieder voll aufgeladen haben und er kann dann tatsächlich ohne einen Trank zu nehmen. Das Schild auf alle Mitglieder sprechen. So. Im Gasthaus hier war niemand, der angegeben war. Ich frage sie jetzt tatsächlich nochmal über die Gerüchte. Ansonsten würde ich wieder zurückgehen und würde tatsächlich jeden auf die Gerüchte nochmal ansprechen, auf die Ratsmitglieder. Wobei die da nicht viel zu tun haben. Es ist, also das hätte sie sich merken sollen, dass ich das schon gemacht habe. Gerüchte. Was passiert, wenn ich... Ich mache trotzdem nochmal das Ja, weil ich habe das Gefühl, dass es sonst nicht... So. Das Gefühl, dass eben irgendein Trigger fehlt. So. Dann würde ich sagen, geht's wieder hoch zu Kontos. Viel mehr können wir nicht machen. Tatsächlich ist eine Sache, die wir noch machen können, ist oben, statt in die Iskai-Stadt einmal nach rechts zu gehen, wo es zu einer anderen Fraktion geht, die, so wie ich es verstanden habe, böse sind oder niemanden reinlassen oder so. Ich habe das Gefühl, dass wir da einfach noch gar nicht hin können. So, einmal hier die Schlingpflanze hoch. Und dann die nächste Schlingpflanze hoch. Und dann einmal rum und wieder hoch. So, hier rechts würde es jetzt zu dem... zu der Höhle gehen? Nee, stimmt nicht. Hier rechts geht es zu der Höhle. Ah, mir fällt gerade ein, hier war mehr als eine Person, mit der wir reden können. Hier war doch noch der Freund von Meltas. War das hier? War das der da?
Nein, das ist der Krieger für Kontos. Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Freund von Meltas im Haus. Entschuldigung? So, schauen wir mal. Weil das sind ja, glaube ich, alles Leute, die ursprünglich von dem von den gleichen Druiden kamen wie Meltas. Okay. Da ist doch einer in der Jack. So, er kann Probleme lösen. Ich kann natürlich auch Probleme ansprechen. Da war eben, aber das war wahrscheinlich Meltas selber, oder? Ja, genau. Ich wollte sagen, da war eben eine Androidenkluft und hier können wir nicht rein. Gut, dann gucken wir mal hier. Also, da war irgendein. Ich erinnere mich dran. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt war oder vom letzten Durchspielen oder. Der ist schön. Der wird wohl schon ein bisschen gebechert haben. War das denn? So, dann machen wir wieder hier. Jetzt ist es sehr dunkel. Das ist interessant, weil Dreh hat ja eigentlich Nachtsicht. Die sieht ja als Katzenwesen besser. Na egal. Wir rennen straight nach Osten. So. So, was weißt du über Gerüchte? Das hatten wir eben schon mal, das weiß ich. Und dennoch. So, was weißt du über Probleme? Das habe ich auch schon gehabt. Aber ich werde jetzt alle Leute auch nochmal nach Problemen fragen. Ja, das stimmt. Da muss ich hin. Warum ist das jetzt auf einmal so dunkel? Warte. Ich bin mir sicher, hier war noch irgendwo ein Freund von Meltas. War das hier? War das woanders? War das der hier? Ah ja! Das war der Mitglied. Ihr seid im Haus. Wirklich schön, dass ihr vorbeischaut. Bin ich die letzte Ansprache von Kontos hat mir zu denken gegeben. Ich zweifle ja nicht an seiner Intelligenz, aber manchmal stelle ich fest, dass er nicht so radikal ist. Das kann sein, dass ich da irgendwie nicht gespeichert habe. Ja, habe ich nicht. Das war eben das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Ich war mir aber sicher, dass ich das in diesem Spiel schon gemacht habe. Das heißt, ich muss dann irgendwann mich gespeichert haben und gedacht haben, ich habe gespeichert. Achtung, und das war jetzt der. Das war jetzt der Trigger. Ich kann das jetzt nochmal nach Radikal fragen zum Beispiel. Er sagt, mir ist Kontos zu radikal. Jetzt frage ich ihn nochmal und guck mal, ob er jetzt was anderes sagt. Weil ich gehört habe, er sei zu radikal. Es ist hier zu dunkel. Habe ich Licht? Ich habe Lichtstab, ich kann mal einfach benutzen. Leuchtet dann so wie eine Fackel. Perfekt. Das nur ein paar Mal und dann ist er leer. Das ist unmöglich. Wenn er das endlos machen könnte, wäre geil. Oh ja. Ach ja. Neuer Text. Ihr seid schon wieder hier? Haben euch die anderen Leute Schauermärchen über mich erzählt und ihr möchtet wissen, wie ich dazu stehe? Wisst ihr, solange ich voll zu meinen Zielen stehen kann, interessiert es mich nicht, wie andere über mich denken. Das war der Trigger. Ich weiß, dass ich mich für eine gute Sache einsetze und das Leben von vielen Menschen entscheidend verbessert habe. Ihr solltet euch um reelle Probleme kümmern, nicht um mich. Okay. Außerdem möchte ich euch einen Rat geben. Redet doch selbst einmal mit den Iskai, dann werdet ihr merken, wo die Probleme herkommen. Ein stures Volk. Wenn ich nur an Eddie, den Kneipenwirt, oder noch schlimmer, wenn ich an Arim denke, bezeugt euch selbst und redet mit diesen eingebildeten Einwohnern von Sri Lamina. Das war der Trigger, den ich die ganze Zeit vergessen habe. Ei. Kann ich dazu nur sagen. Peinlich. Na. Nee, nicht peinlich. Ärgerlich eher. Ärgerlich, nicht peinlich.
hier, ich kann nur rasten. Ich warte jetzt. Ich raste. Soll ich rasten? Ich müsste eigentlich rasten. Ich warte aber, bis es dunkel ist, bis es 8 oder 9 ist. Ich würde sagen, was wir machen ist, wir sehen uns nächste Woche wieder und dann befrage ich mal die Iskai und dann geht hoffentlich auch die Story weiter. Also, bis dahin. Ciao, miau.